Herzlich willkommen in meiner Stube. Ich bin Huldrych Zwingli, der Zürcher Reformator. Zwingli VR ist ein Virtual Reality Erlebnis, das uns ermöglicht, die Folgen der Reformation in Virtual Reality zu erleben. Es geht darum, um wirklich die komplexe Materie abzubrechen und persönlich erlebbar zu machen, wofür sich das Medium sehr gut eignet. Ein anderer Aspekt ist, dass wir das Potenzial gesehen haben, von dieser neuen Technologie auch Leute anzulocken, die sich sonst vielleicht nicht würden oder weniger würden mit dieser Materie auseinandersetzen und sie sozusagen über diesen Weg einzuladen, sich auf die Inhalte einzulassen. Wir haben gemerkt, dass vielmals die Experiences in Virtual Reality ein bisschen konventionell daherkommen. Man sitzt an, man setzt die Brille an und dann sieht man etwas und steht wieder auf und geht davon. Und wir haben gefunden, wir wollen alle Möglichkeiten brauchen, die das Medium bietet. Oder? Und haben dann geschaut, wie können wir das mit den heutigen Technologien anbringen, dass man im Raum rumlaufen kann, mit Sachen interagieren und so eigentlich zu einem wirklich immersiven Erlebnis kommen. Die Idee war von Anfang an, dass wir ein bisschen aus dem Museumskontext rauskommen und zu den Leuten gehen, die bis jetzt noch nicht so in Kontakt gekommen sind mit dem Reformationsjubiläum. Darum sind wir an die öffentlichen Plätze gegangen in der Stadt Zürich und haben dort das Zelt aufgebaut. Und das war für uns auch etwas Neues gewesen. Wir haben zuerst herausfinden, wie das funktioniert technisch, ob unsere Sachen dort drin überhaupt laufen. Und das hat dann recht schnell müssen gehen und war eine grosse Herausforderung gewesen. Es funktioniert eigentlich so, man kriegt ein Tablet zuerst. Auf dem gibt es eine kurze einführende Animation, wo man ins Thema angeleitet wird. Dann kommt man von uns eine Brille angelegt über, einen Rucksack angelegt und dann geht man ins Zelt rein. Man sieht eigentlich vorher nicht, was dort drinnen passiert. Das soll eine Überraschung sein für die Leute, dass sie nicht schon wissen, wie gross das dort drinnen ist und was da passiert. Der Huldrych Zwingli ist dein Host. Er tut dich in seiner Welt willkommen heißen und führt dich nachher durch drei verschiedene Räume. In jedem Raum wird ein Aspekt der Folgen der Reformation in Zürich oder in der Schweiz thematisiert. Sie können Türen aufmachen, sie können eine Druckerpresse bedienen, sie können an einem Seil ziehen. Und die fast archaischen Objekte, die grossen, schweren, die wir hier gebaut haben, zusammenzubringen. Da hat es eben dann Leute gebraucht aus verschiedenen Bereichen. Und in diesem Zusammenspiel haben wir dann garantieren, dass alles funktioniert, wie es soll. Das Schöne an diesem Projekt ist meiner Meinung nach, weil es eine Zusammenarbeit ist von verschiedenen Medienschaffenden. Und ich glaube, das ist sehr zukunftsweisend. Wir haben Leute von der Scientific Visualization dabei gehabt, die geschaut haben, dass alles möglichst faktennah dargestellt wird. Wir haben jemanden vom Interaction Design, der sich darum kümmert, dort, wo Mensch und Technologie sozusagen interagieren. Dann haben wir einen Sounddesigner dabei gehabt, weil Sound ist im räumlichen Erlebnis sehr wichtig. Wir haben digitale Geschichtenerzähler dabei gehabt, die sich sozusagen darum kümmert haben, wie man jetzt so eine Geschichte in einem digitalen Umfeld erzählt. Und die haben alle zusammengespielt, zusammengearbeitet und geschaut, dass da eben ein möglichst stimmungsvolles Ergebnis daraus resultiert. Eigentlich nur jetzt das weiße Zelt gesehen und dann war ich mal in der Stube vom Huldrych Zwingli, was eigentlich schon noch lustig war. Ja, und es sieht wirklich verblüffend echt aus. Man hat das Gefühl, man steht wirklich in dieser Stube drin und könnte jetzt den Stuhl gerade anfassen und sich da draufsetzen. Interaktiv etwas erleben ist mal etwas anderes, anstatt einfach nur irgendwie ein Film schauen oder so. I've seen quite a few of these things and it was one of the best put together ones I've ever seen. Es war für die meisten von uns neu, um so eine VR-Experience von dieser Größe und von diesem Anspruch auch umzusetzen. Es war auch ein aufwendiges Projekt, das kann man so sagen. Und an dieser Stelle möchten wir sicher auch noch im Jubiläum 500 Jahre Zürcher Reformation danken, dass sie das Vertrauen in uns gesetzt haben und uns vor allem auch finanziell unterstützt haben, um das ganze Projekt zu realisieren.